Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück auf meinem Kanal. Leute, wir haben es bald geschafft. Wir sind schon bei Teil 12 der unsagbar dummen Doku, was in aller Welt ist passiert. Wo es eigentlich um die Flacherde gehen sollte, aber wir irgendwann mal in irgendwelche Verschwörungskatastrophen abgewandelt sind. Ich lasse mal den Vorspann laufen und dann schauen wir uns dieses Video an. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Unsinn. Wir halten uns alle an den Händen und sind stark. Wie in den anderen Folgen, wenn euch das Thema nicht interessiert, skippt einfach weiter. Schreibt noch schnell was in die Kommentare, gebt dem Video ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Alle anderen, die sich tatsächlich für den Unsinn interessieren, hallo liebe Flacherdler. Fangen wir an mit Was in aller Welt ist passiert, Teil 12 von 13. Und es fängt direkt wieder so an. Kabbala. Popabala. Alter. Ja. Schräger als Fiktion. Wenn man gelernt hat, ich mit seinen gespannt. Augen zu sehen, wird es schwer. Ach, wenn ich die Stimme schon höre. Naja. Noch einmal zu erblinden. Dank der allumfassenden, tiefgreifenden Programmierung und Gehirnwäsche assoziieren wir alle den Begriff der sogenannten Antike mit unterentwickelten, technologisch kaum fortgeschrittenen Anhängern. Bullshit. Antike assoziiere ich mit damaligen Hochkulturen, die freilich nicht mit unseren mithalten konnten, aber in ihrer Zeit Hochkulturen darstellte, mit unfassbar fortschrittlichen Bauten, die wir heute noch finden. Teilweise die Töpferarbeiten, Gerätschaften, die man heute noch findet, waren für die damalige Zeit hervorragendes Material. Also das hat gar nichts mit irgendwelchen verarmten, miserablen Menschen zu tun. Mystischer Glaubensrichtungen. Bedenke all die Konstruktionen, welche im Laufe der Geschichte errichtet wurden. Die antike Festung von Ollantaytambo in Peru. Alles für ihre Zeit außerordentlich fortschrittliche Strukturen. Diese riesigen Steinblöcke sind aus Granit gefertigt. Jeder einzelne davon wiegt zwischen 36 und 120 Tonnen. Also zwischen 36.000 und 100... Danke, dass du für uns umrechnest, wie viel Kilo das sind. Es ist faszinierend, man weiß bis heute noch nicht, wie die Menschen damals diese Blöcke herumtransportiert haben. Und wenn man so anschaut, diese Fugen, wie genau das alles gefertigt ist, unglaublich, unglaublich, wie die das damals geschafft haben. Jetzt kommt bestimmt wieder irgendwas mit irgendwelchen göttlichen Dingen oder... Aliens, Echsenmenschen, Kabbala, Freimaurer. Freimaurer haben das gemacht. Schauen wir mal. 20.000 Kilogramm. Der Weltrekord im Gewichtheben liegt bei 500 Kilogramm. Wie also haben die Inkas es geschafft, Granit dieser Größenordnung in solche Höhenlagen zu transportieren? Achte nur, wie passgenau die Steine ineinander greifen. Kommt mir das nur so vor, oder redet der Typ langsamer als sonst? Es wird ja immer noch länger, das Video. Fast wie ein Puzzle. Wie haben sie Granit mit solch hoher Präzision geschnitten? Und was sieht man außer den Steinen? Für wen wurden diese gigantischen Stufen gebaut? Und von wem? Der Babolowo-Palast und sein Bad. Dieses Bad entstand angeblich aus einem 160 Tonnen schweren Granitstück. Wieso angeblich? Man kann es ja ganz leicht ausrechnen, wie groß das Ding heute ist und wann das, wenn es mit Stein gefüllt war, mit Granit, wie schwer es dann war.
Muss auch eine unglaubliche Arbeit gewesen sein, das Ding aus dem Stein rauszuarbeiten. Aber die Leute haben es geschafft irgendwie. Stückchen für Stückchen, Millimeter für Millimeter. Wahrscheinlich eine jahrzehntelange Arbeit. 160 Tonnen sind 105 Gras. 45.000 Kilogramm. Was? Hat er das jetzt wirklich gesagt? 160 Tonnen sind 145.000 Kilogramm. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du kannst nicht Tonnen in Kilo umrechnen. 160 Tonnen sind 160.000 Kilo. So schwierig kann das doch nicht sein. Ah, oh, du willst uns irgendwas erklären, wie die Welt funktioniert, der nicht mal drei Nullen irgendwo an eine Zahl hinten dran hängen kann. Ist das wirklich dein Ernst? Alter. Die vollendete Bartstruktur wiegt heute 48 Tonnen, also 43.000 Kilo. Du machst es schon wieder. Junge, was ist falsch mit dir? Falschen Kleber geschnüffelt. Das heißt, der Künstler habe 10 Jahre gebraucht, um es zu vollenden. Aber sieh dir an, wie perfekt seine Kurvenstruktur und der obere Rand der Badewanne sind. Ja, und wenn du 10 Jahre lang Zeit hast zu messen, kannst du sehr, 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 sehr genau messen. Ja, richtig. Welche Entstehungsgeschichte auch immer Sie dieser Wanne andichten. Du musst mir wirklich mal erklären, wie du an die komischen Umrechnungen kommst. Es ist nicht möglich, solch eine Struktur herzustellen. Für dich vielleicht nicht, für die Menschen vor 1000 Jahren oder wie alt das Ding ist, schon. Ohne fortschrittliche Maschinen. Die Alexandersäule, errichtet 1834. Wie viele Jahre sind das bis heute? Steht aus einem einzigen Stück roten Granits und wiegt 600 Tonnen oder 540.000 Kilogramm. Wie kommst du auf die Zahlen? Alter, was stimmt mit dir nicht? Und wieder, wie hat man sie 1830 angehoben? Na, da gibt's dann bestimmt irgendwelche Fotos davon. 1830 war die Fotografie ja schon relativ weit entwickelt. Wie wurde sie in solcher Perfektion gemeißelt? Sieh dir den Detailreichtum der Statuen der Capella San Severo an. Diese wurden angeblich im Jahr 1753 gefertigt. Was heißt da angeblich? Wenn es irgendwo so geschrieben steht, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, dann wird sie schon stimmen. Es ist offensichtlich, dass es sich hierbei nicht um Handarbeit handelt. Natürlich, um was sonst? Das Schneiden eines einzelnen Stücks reinen Marmors mit solch perfekter Präzision und Liebe bis ins kleinste Detail ist ohne hochentwickelte Maschinen unmöglich. Bullshit. Natürlich ist das möglich. Wie gesagt, Millimeter für Millimeter. Stückchen für Stückchen wird abgechippt. Allerdings jetzt das Netz, das da drauf ist, ist schon der Oberhammer. Also das aus einem Stück Marmor rauszuarbeiten, ich weiß nicht, wie gut man das schaffen wird, aber da ist auch ein bisschen geleimt, scheint mir. Oder zusammengeklebt irgendwie. Kann nicht sein, dass da nicht ein Stück abgebrochen ist. Geschichte, wie wir sie kennen, ist eine Lüge. Nein, warum soll das eine Lüge sein? Alles deutet auf Zivilisationen mit fortgeschrittenen Technologien hin. Nein, das ist alles auch in Handarbeit möglich. Ich beschäftige mich ja hobbymäßig mit dem Mittelalter ein bisschen. Ich mache auch Darstellungen vom 13. Jahrhundert in Handwerk und habe so manches auch schon selber ausprobiert. Und wenn man genügend Zeit hat, und damals war eben Arbeitszeit nicht der ausschlaggebende Punkt für den Preis, sondern der Handwerker selbst, kann man schon sehr, sehr genaue Arbeiten abliefern. Und für diese Skulpturen, die vom Königshaus oder von der reichen Kirche in Auftrag gegeben wurden oder von den Kirchengängern bezahlt wurde oft, spielte der Preis überhaupt keine Rolle. Da haben die Leute halt dann, wie gesagt, Jahre, Jahrzehnte lang dran rumgearbeitet und da kann man dann schon mit einer ordentlichen Präzision arbeiten.
Die Fotografien von Stonehenge und dem Tempel von Abu Simbel mahnen uns, auch anderen historischen Bauwerken gegenüber skeptisch zu sein, zum Beispiel den Pyramiden. Es ist wahrscheinlich, dass die Pyramiden nicht so alt sind, wie man uns erzählt. Wahrscheinlich nicht, die sind so alt, wie man euch erzählt. Denn das messen Leute, die sich mit sowas auskennen. Und sie könnten von wem auch immer, wann auch immer, in unserer Geschichte errichtet worden sein. Es ist wahrscheinlich, dass sie alle erst in jüngerer Zeit konstruiert wurden. Nein, wie kommst du denn auf die Idee? Es ist wahrscheinlich, dass diese genau zu der Zeit konstruiert wurden, zu der man annimmt, dass sie konstruiert wurden, weil, wie gesagt, Menschen dies errechnet oder gemessen oder wie auch immer haben, ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, die sich damit auskennen und deshalb die Zeit sehr, sehr genau darstellen können. Zur Erreichung zweier Ziele. Um uns zu täuschen und als ritueller Ort der Anbetung, um ihre satanischen Götter zu ehren. Kabbala. Auch interessant, das ägyptische Auge hier, das gefällt mir sehr gut, dieses Bild. Vorne die Schlange dran, dann so ein Geier ist das, der das Ganze mit seinen Schwingen hält. Sehr schöne Arbeit. Ich weiß nur nicht, ob es original antik ist. Das erste Elektrowerkzeug, so heißt es, wurde erst 1895 erfunden. Und die erste elektrische Lampe im Jahr 1879. Und was hat das jetzt im Zusammenhang mit 5000 Jahre alten Pyramiden? Wie also war man in der Lage, solch eine Architektur zu erschaffen und zu konstruieren? Mit Hammer, Meißel und viel, viel Zeit. Die Kathedralen hier werden auch heute noch von Hand instand gehalten. Jede Kathedrale in der Größe mit dem Sandsteinschmuck hat eine eigene Bauhütte, die dann die Sachen immer wieder auf Vordermann bringen, weil die fangen an einem Ende an und bis sie am anderen Ende angekommen sind, müssen sie schon wieder vorne anfangen mit Reparaturarbeiten. Die machen diese Formen auch heute noch von Hand mit dem Meißel in dieser Qualität wie damals. Es ist so offensichtlich, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Nur weil du es nicht nachvollziehen kannst, heißt das nicht, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Wie kommst du denn auf den schmalen Ast? Wie gesagt, geh mal an eine Bauhütte heute und frage, wie die Teile machen, die sie in die Kathedralen einfügen. Mit Hammer und Meißel. Wenn man sich all die Städte unserer Welt ansieht, erkennt man, dass ihre steinernen Strukturen und ihr Design in Wahrheit unmöglich gewesen wären. Das ist ja auch nicht in einem Tag und auch nicht in einer Woche hingebaut worden, sondern im Lauf der Jahrhunderte so gewachsen. Wenn man die fabrizierten Geschichten über Vorindustrie und Zeitlinien glauben will. Es gibt eine Unmenge von überzeugenden fotografischen und strukturellen Beweisen, die darauf hindeuten, dass die Zivilisationen der Welt in ihrer jüngeren Geschichte eine vernichtende Schlammflut erlebten, die viele Städte unter sich begrub. Oh nein, die Schlammflut. Oh, der nächste Unsinn. Ach, interessant. Städte, deren Architektur mit fortschrittlicher Technologie gebaut und mit freier Elektrizität betrieben wurden. Es gibt auch Hinweise auf einen weltweiten Atomkrieg zwischen 1780 und 1815. So, welche Hinweise wären denn das für den Atomkrieg zwischen 1700 was weiß ich was und 1800 sowieso? Alles deutet darauf hin, dass es im frühen 19. Jahrhundert ein weltweiter Reset durch Entvölkerung stattfand. Nein. Resets durch Entvölkerung gab es meistens dann durch Kriege. Erster, Zweiter Weltkrieg sieht man eigentlich an jeder beteiligten Nation, wie da die Geburten zurückgehen, wenn man so eine Geburtenpyramide aufstellt. Und dann immer wieder das Echo, immer eine Generation später, wo dann die fehlenden Personen auch in der Zukunft, in der nächsten Generation keine Kinder mehr bekommen und diese dann wiederum keine. Und so merkt man dann die Echos dieser Weltkriege noch viele, viele Jahrhunderte später.
Aber nein, es gab keinen Atomkrieg in der Zeit und auch keinen Great Reset und auch keine Schlammflut. Wir sehen auch alte Fotografien von vollständig verlassenen Städten. Das liegt meistens nur daran, weil die alten Fotografien eine lange Belichtungszeit hatten und dadurch einfach die Menschen, die da unten hin und her wanderten, zu schnell waren, um sie fotografisch festzuhalten. Und von Gebärstationen und Waisenzügen, was darauf hindeutet, dass an irgendeinem Punkt unserer Vergangenheit große Teile der Welt neu besiedelt werden mussten. Was denn den Dreck her? Daher ist es wahrscheinlich, dass ein großer Teil der Kultur des 18. und 19. Jahrhunderts dazu diente, diesen Kindern eine gefälschte Geschichte einzuprogrammieren und zu indoktrinieren. Indoktrination. Ja, ob das wirklich so war mit den vielen Weisen, weiß ich nicht. Vermutlich, wenn es so war, dann kam es einfach daher, weil die Zeitenwende, wo man dann früher viele Kinder hatte, um seine Zukunft zu sichern, weil es gab ja keine Rente, eher dann nicht mehr gebraucht wurden, weil die Leute alle in der Industrie arbeiteten und dort genügend verdient haben, um dann ihren Lebensabend dann so zu bestreiten, ohne die vielen Kinder. Aber ob es wirklich so war, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es Unsinn. Doch das ist ein Thema, welches außerhalb dieser Serie behandelt werden müsste. Alles deutet jedoch darauf hin, dass unsere Geschichte stark redigiert und die Zeitlinien verzerrt und korrumpiert wurden. Nein. Der Mandela-Effekt. Warum glaubst du, war es für die Rothschilds so einfach, an die Macht zu kommen? Weil sie Geld hatten, von Anfang an. Das mit der Geschichte ist überhaupt gar nicht möglich, da irgendwas zu verzerren, weil in der jüngeren Geschichte, so 200, 300, 400 Jahre zurück, wurde in jeder Nation der Welt alles irgendwie festgehalten und aufgeschrieben und irgendwelche Tabellen geführt mit irgendwelchen Zahlen drin, Jahresdaten und so ein Zeug. Es wäre überhaupt nicht möglich, da irgendwas zu verschleiern oder irgendwelche Zeiten zu verzerren. Das geht nicht, sonst würde ja die ganzen Aufschriebe der Welt nicht mehr funktionieren. Waren sie einfach nur unglaublich geschickt darin, die Finanzwelt zu manipulieren? Ja, wer Geld hat, hat es viel leichter, noch mehr anzuhäufen, als ihm eigentlich zusteht. Ist heute immer noch so. Oder ist es viel wahrscheinlicher, dass der Aufstieg der Illuminaten Nein. und des Rothschild-Bankwesens einen ganz anderen Hintergrund haben? Einen viel früheren in der Geschichte? Nein. Und auch nicht irgendwelches Teufelsgedöns, Kabbala, sondern sie hatten einfach Geld. Früher durften ja eigentlich auch die Christen keine Geldgeschäfte machen und deshalb haben sich die Juden da in diesem Segment ausgebreitet, was ja auch an sich kein Problem ist. Warum nicht, wenn die einen es nicht wollen? Irgendjemand findet sich immer, der es macht. Und dadurch sind die an unglaubliche Reichtümer gekommen und waren dann oft sehr viel reicher als die, ja, das klingt jetzt ein bisschen radikal, als die christlichen Einwohner dieser Länder. Weil die Christen, wie gesagt, einfach keine Geldgeschäfte machen durften von der Religion aus. Die napoleonischen Kriege sind wahrscheinlich eine Erfindung. Der Krieg, in dem die Rothschilds an die Macht kamen. Ja, genau, eine Erfindung, wo auch überall festgehalten wurde, die Verwerfungen dieser Zeit in jeder Nation, auch Nationen, in denen die Rothschilds eben nichts zu sagen hatten, hatten die gleichen Aufschriebe über die napoleonischen Kriege. Also ist eure Theorie von vornherein zum Scheitern verurteilt. War jedoch eine andere Art von Krieg. Zudem ist es äußerst wahrscheinlich, dass auch Teslas Geschichte nicht ganz wahr ist. Es scheint vielmehr so zu sein, dass er freie Energie nur wiederentdeckt hat. Deshalb wurde sie auch augenblicklich unterdrückt, ohne den Hauch einer Chance. Und es ist auffällig praktisch, dass die Fotografie offiziell erst 1822 erfunden wurde. Sind wir heutzutage fortschrittlich? Ja, wir haben Computer. Aber diese ganzen Kabel. Unsere Infrastruktur hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Ach, wirklich?
Kabel sind nicht fortschrittlich. Kabel sind Kabbala. Ah, jetzt weiß ich's. Züge, Autos. Züge haben sich auch nicht weiterentwickelt. Ist jetzt nicht so, dass da oben eben eine Dampflok ist und unten eine Elektrolok, die halt wegen der Stromlinienform ungefähr die gleiche Außenform hat. Aber die gleiche Außenform bedeutet ja bei euch auch, dass es das gleiche ist. Das eine macht halt Tschutschu und das andere Wzz. Und Flugzeuge funktionieren vom Prinzip her gleich. Klar funktionieren die vom Prinzip her gleich. Die haben Schienen und Eisenräder, auf denen sie laufen. Aber das ist nicht das Grundprinzip des Antriebs. Der Antrieb ist ein komplett unterschiedlicher. Und auch der Komfort ist komplett unterschiedlich. Die obere Lok hat wahrscheinlich noch eine dritte Klasse und Holzbänke und in der ersten Klasse vielleicht Leder, während die untere in der zweiten und ersten Klasse die gleichen Sitze hat. Nur zahlt man für die erste Klasse natürlich mehr. Wie zu der Zeit, als sie erfunden wurden. Und so ein riesen 747-Jet ist ja auch das gleiche wie das Flugzeug der Gebrüder Wright. Es hat Flügel und es fliegt. Muss das gleiche sein, eurer Logik nach. So wie diese Basaltblöcke und die Baumstümpfe, ist ja auch das gleiche, eurer Meinung nach. Ja, ich meine den Propeller und den kleinen Kolbenmotor, der das Wright-Flugzeug angetrieben hat, kann man schon mal weglassen und die riesen Triebwerke, ist alles das gleiche. Geringfügige Effizienz- und Leistungssteigerungen halten einfach nur eine Illusion technologischen Fortschritts aufrecht. Ach so, geringfügige Effizienzverbesserung. Ist ja jetzt nicht so, dass Autos für, keine Ahnung, 100 Liter auf 100 Kilometer, ja, lass es 40, 50 Liter auf 100 Kilometer verbraucht haben und heute kommen sie mit 8 bis 12 Litern einher. Okay, das Auto, der Verbrennermotor, der hat seinen Zenit längst überschritten, der Entwicklung. Den hätte man eigentlich schon vor 20, 25 Jahren durch Elektromotoren und Elektroantrieb ersetzen müssen. Damals gab es schon Lithium-Batterien. Das wäre ja auch gegangen, aber hier hatte die Industrie natürlich wieder die Finger im Spiel und versuchte diese alte Dinosauriertechnik so lange wie möglich am Leben zu erhalten und hat es tatsächlich geschafft, dass wir sogar noch 2025 mit Verbrennermotoren herumfahren. War dumm sein. Na gut, aber ein Fortschritt ist durchaus vorhanden. Auch damals schon, als die Motoren von 50 Liter auf 100 Kilometer zu 10 Liter auf 100 Kilometer effizienter wurden. Und natürlich der Komfort. Kontrolle und Manipulation. Beides ist im Zuge technischen Fortschritts unverzichtbar, denn Technologie entlarvt ihre Lügen. Moderne Kameras zum Beispiel entlarven ihre Lügen. Nein. Moderne Kameras zum Beispiel sind trotzdem nicht geeignet für Astronomieaufnahmen, Sternenfotografie oder Mond zu filmen oder die Sonne. Dazu braucht man schon Spezialequipment. Das hat nichts mit Lügen zu tun, sondern einfach, dass ihr es nicht begreift. Über den Weltraum. Deshalb besteht die wichtigste Methode zur Unterscheidung von Wahrheit und Lüge darin, in erster Linie unseren eigenen Augen, Sinnen und Urteilsvermögen zu vertrauen. Nein, denn die können auch uns oft genug täuschen, wie man hier an der Sonne sieht. Ich habe ja schon in einer der ersten Folgen gezeigt, wie das mit dem Sonnenfilter aussehen würde. Es wäre nämlich nur ein kleiner Punkt. Weil die Sonne so dermaßen hell ist und grell, kommt sie uns so groß vor. Darum können wir unseren Augen auch nicht immer trauen. Zumal unsere Augen auch nur in einem sehr kleinen Band des elektromagnetischen Spektrums was sehen können. Es gibt noch viel, viel mehr da draußen zu sehen, in den anderen Wellenlängen. Aber das wäre zu hoch für euch. Anstatt Erzählungen. Es gibt null Beweise für ihr heliozentrisches Modell auf Außer dass es 100% bewiesen ist. dieser Erde. Um die Menschen ausfindig zu machen, die unsere Welt regieren, folge dem Geld, folge den Blutlinien, folge der Symbolik und folge ihrer Angst. Folge dem weißen Kaninchen. Wenn sie unterdrücken, wenn sie Fake schreien, wenn sie Ruf schädigen, dann müssen wir erst recht graben und nachforschen. Nein, denn
Die Kugelerdler belegen eigentlich alle ihre Aussagen mit entweder Mathematik, Physik oder sonstigen wissenschaftlichen Grundlagen, während ihr nur einfach sagt, ho, es ist so. Oder kommt ihr mit irgendwelchen Theorien her, die absolut unhaltbar sind, weil sie überhaupt keinen Sinn machen? Oder basieren eure komischen Theorien auf Beobachtungen mit den eigenen Augen, die sich eben zu leicht täuschen lassen? Aber was weiß ich schon? Doch eine Frage brennt. Wer oder was hat unsere Riesenbäume gerodet? Niemand, weil es keine Bäume sind. Und all die Erde abgebaut? Die Erosion hat die Erde drumherum abgebaut, aber das wollt ihr ja nicht wissen. Euch geht es ja um irgendwelche Seen, das Kaspische Meer als großes Bergwerk zu bezeichnen. Also hör mir doch auf mit dem Bullshit. Und wohin ist der ganze Abraum verschwunden? Ins Meer. Es gibt eine Handvoll möglicher Schlussfolgerungen. Ja, dass die Flüsse das ausgeschabt haben, den ganzen Rotz ins Meer gespült haben. Was man dann auch schön in Sonaraufnahmen des Meeresgrundes sehen kann, dort wo die Flüsse ins Meer münden, ist auch immer ein riesengroßer Schüttkegel. Weia. Also es zieht sich komplett hin. Dinge, die gleich aussehen, müssen bei dem jetzt auch die gleichen Gründe haben. Machen wir Schluss hier. Wir haben sowieso zu viel Unsinn jetzt uns reingezogen. Für die nächste Woche brauchen wir nicht noch mal eine Dose Unsinn. Dosis Unsinn. Eine Dose, ja. Mein Hirn ist auch schon auf Rosinengröße zusammengeschrumpft vor dem ganzen Dreck, den ich jetzt hören musste. 13 Folgen lang oder 10 Folgen, 12 Folgen lang. Machen wir hier Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und schreibt auch was unten in die Kommentare. Auch wenn ich Unsinn rede, was ich vermutlich mehr als oft mache in meinen Ausführungen zu diesem Unsinn. Schreibt es auch unten in die Kommentare. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, beim endgültig letzten Teil zum Glück. Ich kann schon gar nicht mehr richtig reden. Bis dahin sage ich mal Tschüss, euer Micha, der jetzt ins Bett geht. Gute Nacht.